Willkommen zur nächsten Trainingseinheit. Wie schon in den vergangenen 20 Tagen scheint wieder die Sonne und wir haben uns diesmal vom Team Atlantis gedacht, wir machen mal wieder ein Training draußen. Bleibt weiterhin alleine, haltet weiterhin Sicherheitsabstand und werdet nicht leichtsinnig, dass vielleicht jetzt in der zweiten Welle was passiert. Machen wir genauso und ich auch genauso, deswegen bin ich hier, ihr seht das. Ganz alleine draußen und mach mal ein Workout-Programm. Heute werden wir 30 Minuten Reha-Programm machen. Heute ist ganz easy, ganz entspannt. Ihr seht, ich habe mir heute schon mal hier einen Strandkorb genommen, um mich jetzt mal auszuruhen. Und jetzt beginnen wir mal mit so einem kleinen Reha-Workout. Ihr könnt euch direkt mit einklinken oder das Video nochmal starten und dann direkt bei Beginn, wenn ich nicht so viel geredet habe, direkt nochmal mitmachen. Und ich sage mal, ich verlasse mal jetzt meinen schönen Sitzplatz hier, wo wir euch natürlich vermissen. Und jetzt heute ist wirklich Reha. Heute machen wir das ganz mal in Ruhe, in Entspannung. Morgen kommt das Schnellere. So, ihr lauft erstmal ganz normal auf der Stelle. Sehr gut. Und mir ist auch wichtig, gerade die Älteren unter euch, also älter meine ich 80, 90 und 100, die Älteren, dass ihr weiterhin euch bewegt, dass die Muskeln wirklich nicht abbauen, dass ihr weiter moderat Sport macht. Aber macht irgendwas. Wartet nicht und macht gar nichts und seid nachher ganz eingerostet, sondern kommt weiterhin und versucht zweimal die Woche, vielleicht sogar dreimal die Woche, 30 Minuten mit mir oder mit dem Atlantis Sport zu machen. Das wäre jetzt total wichtig. So, wir laufen immer noch auf der Stelle. Heute habe ich einfach nur 0,5 Liter Flaschen und wir machen das mal ganz locker warm. Alles entspannt. Lauft auf dem Fußballen, lauft ruhig auch auf Socken, genau. 3, 2, 1. So, jetzt können wir schon mal nach 2-3 Minuten auch über Kopf arbeiten. Sehr gut. Alles heute entspannt, jawohl. Wir wollen die Muskulatur weiterhin leicht belasten. Wir wollen weiter mobil bleiben und wir wollen halt sehen, dass wir keine Muskulatur verlieren. Wenn auch in der Zeit jetzt nicht so viel verlieren, wenn ihr vielleicht zu Hause seid und euch nicht traut rauszugehen, was ja auch richtig ist. Aber trotzdem sollt ihr euch bewegen, mal die Treppe hoch und runter gehen und aber wirklich was machen. So, Übung fertig. Ich mache das von der Seite vor. Ihr lauft auf der Stelle und jetzt rechter Arm vor, linker Arm zurück. Ist für viele ganz schwierig. Rechts vor, links zurück, rechts vor, links zurück und wechseln. Links vor, das könnt ihr ruhig länger machen. Ich mache das nur mal kurz vor. Ich möchte, dass ihr mit den Koordinationen habt. 3, 2, 1, sehr gut. Jetzt bleibt ihr mal auf dem linken Fuß stehen und webt mit dem rechten Fuß durch. Haltet Gleichgewicht, genau. Immer wieder Sturzprophylaxe, ist ganz wichtig, auch für zu Hause. Das immer wieder machen. 3, 2, 1. Seite wechseln. Bleibt auf dem rechten Bein stehen. Achtet darauf, dass ihr den großen Zeh anspannt. Jawohl, den drückt ihr in den Boden rein. 3, 2, 1. So, jetzt Achtung. Nochmal auf dem linken Bein. Wir gehen seitlich. Genau. Wieder Gleichgewichtsübungen. Sehr gut. Ich auch. Ihr habt die Flaschen in der Hand. Mit den Flaschen haben wir immer wieder ein bisschen Muskulatur. So ein halbes Kilo wiegt das. Und wir müssen die Muskeln bearbeiten. Jawohl. 3, 2, 1, das ist noch einmal schwierig, passt auf, wir bleiben auf dem linken Bein stehen, ihr schwingt links durch und geht jetzt rechts vor mit dem Arm und links zurück. Seht ihr, schwierige Übung ist das jetzt, 3, 2, 1, so, das könnt ihr beide Seiten machen, das könnt ihr immer wieder machen, das einfach mal um die Muskulatur zu Koordination zu haben und auch ein bisschen wieder Stabilität zu bekommen. Und immer ist das wichtig für Sturzprophylaxe. So, wir fangen an.
Dafür habe ich meinen Stuhl mitgenommen. Heute machen wir ja Reha, habe ich gesagt. Nimm den Stuhl, gehen jetzt hin, setzen uns hin, stehen auf und kommen nach oben. Sehr gut. Und hoch. Ihr könnt auch bevor ihr hochgeht, einmal Füße anheben, aufsetzen, hoch. Das, jawohl, macht ihr jetzt mit mir gemeinsam. 10 Mal. 9. Jawohl. 8. Guck mal, 7. Oberschenkelmuskulatur, Schulter dabei, kommt hoch, atmet aus. Noch 5. Und 4. Und klasse. 3. Und 2. Und 1 Mal. Sehr gut. Stuhl ist eine gute Sache. Ihr könnt euch beim Stuhl ruhig hinsetzen. Ist immer eine tolle Sache. Das macht ihr 3 Serien, also 3 mal 10 Wiederholungen. So. Zweite Übung. Ihr bleibt sitzen. Hebt die Beine an. Beine anheben. Absenken. Und wer jetzt das noch kann, der kann auf dem Stuhl Beine anheben, absenken. Anheben, absenken, anheben, absenken, anheben, absenken. Auch 3 mal 10 Wiederholungen. Toll. Wir bleiben in der Position, jetzt wird es mal schwieriger. Mal wieder Beine. Jetzt heben wir das rechte Bein an, linkes Bein bleibt auf dem Boden und wir versuchen mal mit einem Bein aufzustehen. Hopp. Seite wechseln, rechts hoch, ho. Guck mal, habe ich sogar Schwierigkeiten. Linke Seite hoch und hochkommen. So, das macht ihr rechts, links 5 Mal jede Seite, dazu 3 Wiederholungen. Wir bleiben jetzt hier auf dem Stuhl sitzen, beugen uns und hoch. Beugen und hoch. Beugen und hoch. Und wer das kann, kann natürlich das Ganze auch im Stehen machen. Beugen und hoch. Jawohl. Rückenmuskulatur arbeitet zu Hause ganz langsam. Atmet ein und atmet aus. So kriegen wir schöne Beweglichkeit. Stellen uns Sumo-Stellung, so heißt sie tatsächlich. Rechter Arm geht zum linken Bein. Wir kommen nach oben. Auch 3 mal 10 jede Seite, klasse, einatmen, ausatmen und schaut mal ruhig der Hand hinterher, so können wir schön den Brustkorb öffnen, nochmal wechseln und ja, es dauert noch 5 Minuten, dann sind wir fertig, wechseln, 3, 2, 1, gesehen? Also Rückmuskulatur. Wir gehen jetzt auf die Knie. Flaschen stellen wir weg in den Vierfüßlerstand. Das Erste, was wir machen, wir dehnen uns einmal nach hinten und nach vorne. Halte diese Dehnübung zu Hause zwischen, ihr kennt das, 30, 60 und 90 Sekunden. Wir haben Rhythmus gefunden und den werden wir hier im Atlantis, solange ich euch hier trainiere, immer beibehalten in diesen Leveln 30, 60, 90. Wir bleiben im Vierfüßlerstand, dehnen uns vor und zurück und vor und zurück. Ihr sollt euch nur zu Hause jetzt mobilisieren, das ist mir ganz wichtig. So, wir werden die Übung ein bisschen schwieriger gestalten. Wenn wir nach vorne kommen, geht das Becken Richtung Boden. Jetzt drücken wir und legen wir uns hin und drücken uns dann aus dem Liegen, also eine Art Liegestütze nach oben, dass wir Brustmuskulatur, Arme weiterhin auch wieder mobilisieren, stärken. Wichtig hierbei ist das, gerade jetzt im Reha-Sport, dass ihr zu Hause Bauch anspannt, Rücken anspannt. Und heute machen wir nicht schnell. Heute arbeiten wir nur ganz langsam durch. Und jeder nach seiner eigenen Leistungsfähigkeit macht das heute. Ihr könnt zwischen 2, 4, 10 Wiederholungen und die Leute, die das wissen, können die ganze Zeit natürlich auch arbeiten im 30, 60 und 90 Sekunden Takt. Wir haben Rückenmuskulatur trainiert. Wir bleiben gleich in dieser Position.
Und jetzt drücken wir mal, gehen wir in diesen Katzenrücken rein, drücken unseren Rücken nach oben, atmen ein und atmen aus. Wir gehen nach hinten, also in dieses durchgerittene Pony hoch. Das können wir hier auch ruhig etwas dynamisch gestalten. Wir wollen also Rückenmuskulatur, Wirbelsäulenmuskulatur trainieren. Jawohl. Sehr gut. Jetzt erschweren wir die Übung, die wir gerade gemacht haben. Wir bleiben so. Wir nehmen uns jetzt eine Wasserflasche in der Hand. Rechte Hand die Wasserflasche, linkes Bein nach hinten, rechte Hand nach oben. Und wir kommen mit der Wasserflasche nach vorne. Der Kopf bleibt immer in einer Position. Wir schauen runter zum Handtuch und machen diese Übung auch 3x10 auf der rechten Seite und 3x10 auf der linken Seite. Langsam arbeiten. Klasse. So will ich das sehen. Ich wiederhole es nochmal. Ihr atmet ein, ausatmen. Ein, jawohl. Strecken, ziehen, strecken, ziehen. Du hast hier in dem Bereich unsere Rückenmuskulatur stabilisieren und wir haben jetzt noch hier unsere Wasserflasche in der Hand. Da haben wir gleichzeitig noch immer Training für unsere Schultermuskulatur. So, klasse gemacht. Heute Reha-Sport. Da, ihr seht, heute ist überall Hektik und alle arbeiten. Wir auch. Soll auch so sein. Das stört uns nicht. Guck mal hier, wie schöne Blumen wir hier haben. Das sehe ich jetzt erstmal. Lass ich mal alle hier heile, damit ich keine zerstöre. So, vor und zurück. Heute Reha-Sport. Vor und zurück. Genau. Und ich gerade die Älteren unter uns, also mein Alter und älter, also wir Älteren, müssen, jawohl, weiter mobil bleiben. Wir müssen unsere Muskulatur weiterhin trainieren, dass wir jetzt nicht nach dieser Krise plötzlich rauskommen und irgendwie gar nichts mehr geht. Also von daher ist mir ganz wichtig, dass ihr 2 bis 3 Mal die Woche mein Programm mitarbeitet. Wir haben so viele Videos im Netz, ihr könnt euch da auch natürlich immer einiges raussuchen und auch die Übungen wiederholen, die euch gut getan haben. Jawohl. Ich muss das jetzt als Trainer so sagen, selbst ein schlechtes Workout oder ein schlechtes Training ist besser als so gar kein Training. Also mobilisiert euch, lauft Treppen, steht auf, bewegt euch ein bisschen, so gut das geht. Das ist nicht nur gut für den Körper, das ist auch gut für die Seele. Was ich jetzt mache, ist dehnen. Wieder nach vorne kommen, wieder Spannung halten, einatmen, ausatmen. Ihr merkt Adduktorenbereich, ihr merkt Oberschenkelrückseite. Genau. Und wir wollen halt weiterhin immer auch selbstbestimmt bleiben und mobil bleiben. So, haben wir gemacht. Jetzt machen wir Bauchmuskulatur. Zuerst machen wir mal Brustmuskulatur. Passt auf. Wir arbeiten jetzt mal im Krafttrainingsbereich. Hier geht ihr einfach mit den Hanteln 3x10 nach oben. Ihr könnt den Kopf ablegen. Ihr habt die Ferse auf dem Boden. Das Wetter ist heute ein Traum. Jawohl. Und jetzt könnt ihr das 3x10 machen. Ich kann eine Variante zeigen. Ihr geht nach außen, innen, außen, innen. So trainieren wir gleichzeitig unsere Brustmuskulatur. Nach hinten und oben. Jetzt dehnen wir und kräftigen wir. Jawohl. Und das ist ja, was wir wollen. Sehr gut. Wir wollen also gestärkt. Immunsystem gestärkt, von der Psyche her gestärkt aus dieser Krise rauskommen und nicht nach dieser Krise plötzlich, jawohl, ganz am Boden sein. Das ist ja Schwachsinn. Das wollen wir nicht. So, Achtung, kommt hoch. Wer das kann, kann hochkommen. Jawohl, wer es schafft, kommt nach oben. Wer das nicht schafft, Bauchmuskulatur, reicht auch, wenn ihr in dem Crunch geht und euch versucht, nach oben zu drücken. Hierbei habe ich das schon in vielen Videos gesagt, ist Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, bleibt gerade. Ihr atmet aus, lasst den Rücken auf dem Boden und kommt nach oben. Sehr gut. Schwierige Variante.
Beine gehen hoch. Und jetzt versuchen wir mal mit den Händen Richtung Füße zu kommen. Atmet aus und atmet ein. Auch diese Übung dreimal 10 Wiederholungen oder natürlich für die leistungsfähigen 30, 60 oder 90 Sekunden. Aufstehen. Hopp. Sehr gut. Knien uns wieder hin. Was mir wichtig ist, hinknien. Ihr wisst das, nehmt die Flaschen. So, immer eine Mannübung, die immer mit dabei ist. Und jetzt versucht ihr mal mit den Flaschen nach hinten hinzukommen. Jawohl. Und zurückzukommen. Jawohl. Und nochmal. Sehr gut. Gleiche Wiederholungszahl, ich mache es halt nur kürzer vor. Hochhalten und zurück. Und in dieser ganzen Streckung reinkommen jetzt. Und zurückgehen. Und noch einmal. Sehr gut. Könnt ihr es im Knien machen, ich mache seitlich vor. Seite im Wechsel. Rechts, links, anheben, rechts, links, anheben. Wir haben das gerade am Anfang schon mal gemacht. Wir schwingen mal, auch im Knien geht das. Und jetzt übt das mal zu Hause, dass das jeder hinbekommt. Rechter Arm vor, linker zurück. Rechts vor, links zurück. Ich wechsle nochmal. Links vor, rechts zurück. Links vor, rechts zurück. Ich mache das nochmal im Stehen. Und das ist vielleicht jetzt für die Reha-Leute unter euch tolle Übung, die ihr machen könnt. Ich muss mal einen Stand finden. Ich bleibe auf dem linken Bein stehen. Rechte Bein geht vorwärts. Rechter Arm geht vorwärts. Linker Arm geht rückwärts. Ihr seht das, das ist gar nicht einfach. Probiert das mal hinzubekommen. Jawohl, ich auch. 2, 1. So, noch eine Schwierigkeit. Jetzt gehen wir auf dem rechten Fuß, stellen wir uns. Wenn wir gerade einen Stand hier finden. Das linke Bein geht seitlich. Linker Arm geht vorwärts. Und rechter Arm geht rückwärts. Und ihr seht, dass das auch gar nicht so einfach ist. Und diese Koordinationsübungen, da wir kräftigen, wir stabilisieren und haben eine Sturzprophylaxe. Und das möchte ich, dass ihr das zu Hause macht. Das könnt ihr immer wieder machen, überall. Jawohl, das sind so heute die Top-Übungen, die ihr machen könnt. Beide Seiten natürlich immer wieder arbeiten. Okay, nochmal, wir laufen zum Schluss auf der Stelle. Auch das mal 30, 60, 90 Sekunden. Dabei könnt ihr, das ist auch nicht einfach, zum Schluss ein bisschen Ausdauertraining im Reha-Sport reinbringen. 3x90 Sekunden so zu laufen, ist schon anstrengend, ist gar nicht so wenig. Also, und versucht hier Hantel oder die Wasserflaschen nach oben zu drücken. Tolle Sache. Nehmt die Flaschen, gerade Knie auf den Boden stellen oder legen. Stellt euch hin, streckt euch, hebt die Flaschen auf, kommt nach oben, Flaschen runter, auch wieder in der gleichen Zeitspanne wie immer. Bleibt gerade stehen, Arm nach oben, rechte Hand, zieht einmal eure linke Seite so nach rechts. Ihr wechselt nochmal zur anderen Seite und bleibt liegen. So, eine Übung zeige ich euch noch. Könnt ihr mit den euren Kindern, Enkelkindern oder die Enkelkinder mit Opa und Oma trainieren. Versucht das mal hinzukommen, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr über Videochat mal machen. Linker Daumen hoch, rechter Zeigefinger zeigt auf den linken Daumen. Und jetzt wechselt ihr die Positionen. Die Hände bleiben ruhig und ihr wechselt die Position. Dann habt ihr gleichzeitig schon eine gute Koordination und könnt zu Hause auch mal auf der Couch trainieren. Training zu Ende. Team Atlantis und der Andi sagen Tschüss. Wir sehen uns beim Training morgen. Haltet durch, bleibt gesund und wir vermissen euch.